Ja, herzlich willkommen zurück zu Battle Polkrim. Wir folgen jetzt zur zweiten Zwischensequenz. Nachdem wir schon zwei Level und eine Zwischensequenz abgeschlossen haben, sind wir jetzt an einem, ja, recht kuriosen Gebäude, wo auch immer. Und ich würde sagen, schauen wir mal, was uns erwartet. Ich wünsche euch viel Spaß. Ah, Memories. Ah, My ich erinnere wife and I mich. used to come to Meine this Frau place und to ich eat sind oft hierher whist gekommen, about um rumzumachen. before we were actually husband Natürlich, and bevor wir wife. dann wirklich mal eine Frau wurden. Her parents Ihre were Eltern big waren eher on the religious religiös side und and nun ja, well, meine Eltern I'm wären not sicher sure auch why my nicht parents wouldn't begeistert gewesen, appreciate us getting wenn wir out bei to ihnen sleep ihre in the Dummheiten manor angestellt so hätten. Es war nicht it wasn't schlick, aber glamorous, but zumindest waren wir sicher, dass wir risky hier alleine sein könnten. anyway. Okay, na gut, zum Rummachen kann ich mir schon bessere Orte vorstellen als diesen. Aber hey, was soll's? Was hängt denn hier an der Scheibe? Das Blut oder Dreck? Das sieht schon ein bisschen gespenstisch aus. Okay, er nimmt nichts mit. Sieht irgendwie nach Lost Places aus. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwas hat das Gebäude. Würde ich mir, glaube ich, auch mal angucken, wenn es in echt geben würde. Das ist so meine Welt. Ich frage mich zwar noch, wer die Lichter eingeschaltet hat, wenn ja sonst niemand ist. Aber in solchen Spielen soll man ja nie von der Realität ausgehen. Okay, Graffiti-Künstler waren auch schon da. Ja, okay. Okay, der Stuhl bewegt sich. Schon ein bisschen spooky. Vor allem hier gibt es gar nichts mehr. There was that one time, of Natürlich ist es course, uns when we manchen were auch mal interrupted by the passiert, dass wir swamp, von einem Penner and the dort poor old überrascht guy seemed wurden. a bit Der arme embarrassed by his Kerl discovery, fand truth seine be told. Entdeckung doch recht We peinlich, quickly finished up wirklich. our Wir business and beendeten unser respectfully Vorhaben dann auch departed. schnell und zogen uns During Respekt für future zurück. visits, we Bei made weiteren ponderous Besuchen movements legten at wir the Wert darauf, other end of am the manor, anderen Ende des Gebäudes zu just bleiben. in case. Nur für den Fall. Okay, am anderen Ende des Gebäudes. Aber hier war doch nichts mehr. Oder müssen wir jetzt irgendwo durchbrechen? Am anderen Ende des Gebäudes. Aber hier war doch nichts. Ging es denn nirgendwo mehr lang? Uppala. Wer ist das denn? Wer war das? Sehr mysteriös. Die erste menschliche Gestalt im ganzen Spiel bis jetzt. Hey, bleib doch mal hier. Von hier sind wir doch gekommen. Aber hier geht's doch nicht weiter, oder? Nee. Wo ist eine Tür? Ist die jetzt offen? Nee, ist immer noch zu. Kriege es auch nicht auf. Ah, okay. Eventually, the place was Letztendlich condemned, wurde they der Ort told dann me zum that. Abriss freigegeben. It was no Es hat uns great dann scale auch of nicht mehr outlays, gejuckt, given wir that waren we ja weren't schon quite umgezogen. home, but Aber ich fragte I mich immer always wieder, wondered about was auf einer obdachlosen homelessness. wurde. I Hoffentlich war certainly nicht in heard dem there was an Haus, als er inside abgerissen building wurde. on the Er demolition wäre day. heute wohl eher schon He'd tot. been long So oder gone by so. now, either way.
Ich mag Trockenhumor. Kann ich hier rein? Nein. Schon geil gemacht, das Gebäude. Es hat was. Ich finde es echt nicht verkehrt. Okay, gibt es auch nichts zu holen? Ne, ich finde das Gebäude echt nicht schlecht. Geht zwar schon wieder nicht weiter. Aber wir haben auch ein. Ah, richtig. Ich hatte ganz vergessen. Ihr habt mir Kiri gefunden, ihr meinen Namen gegeben und Schatzhaft entschieden, dass wir ihn behalten würden, für den Fall, dass wir ein Kind zusammen haben sollten. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Ja, das ist allgemein sozusagen. Okay, wir haben das Level schon wieder geschafft. Das war echt wieder mal sehr, sehr kurz. Ich würde sagen, ich zocke morgen weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, wie ihr es bis jetzt findet, das Spiel, ob es was für euch ist. Ich werde es auch wieder verlinken bei YouTube. Das heißt, wenn es euch gefällt, dass ihr es auch kaufen könnt. Ansonsten sehen wir uns morgen und ich freue mich wieder, mit euch zu zocken. Bis dann, habt eine schöne Zeit. Tschüss.